Hallo und schön, dass du hier reinschaust. Heute möchte ich dir ganz gern das Fränkische Museumsdorf vorstellen. Und zwar sind wir da mit der Familie unterwegs, haben noch zwei französische Austauschschülerinnen dabei und haben hier einen wundervollen Tag. Und ein paar Eindrücke möchte ich auch dir zeigen, denn das muss man wirklich gesehen haben, das ist mit Herz und Liebe gemacht, dieses Dorf. Wir haben wunderschönes Wetter, die Leute sind super nett, man erfährt viel, man sieht viel. Und wie schön das ist, möchte ich dir gerne zeigen. Vielleicht hast du Spaß daran und erkundest mit uns das Fränkische Museumsdorf. Das ist ein Schäferwagen, sozusagen das Wohnmobil vom Schäfer, als der früher mit den Schafen unterwegs war.
Und hier sind wir in der guten Stube von früher. Das Wohnzimmer. Und da war oben immer so ein Schlitz in der Decke, damit das Schlafzimmer mitgeheizt worden ist mit dem großen Kachelofen. Und weil die Leute früher wesentlich kleiner waren, gab es auch nur kleinere Betten, kürzere Betten. Aber da hat man meistens mit zwei Mann drin gelegen oder sogar drei Kinder. Und da oben zog dann die warme Luft durch. Und das war schon purer Luxus, Wärme im Schlafzimmer. Hier war die Küche und gleich da ging es zum Schweinestall, Schafstall, Kuhstall, was man gerade hatte. Und das war jetzt schon die Luxusausführung von einer Küche. Badewanne und die Gerätschaften, die man so gebraucht hat in der Küche. Zum Waschen, Mangeln, ja, Vorräte anlegen. Da ging es in den Keller oder unter der Treppe wurden auch Vorräte aufgehoben. Und jetzt gucken wir mal, ob wir einen Stall können. Und das kenne ich noch von uns. Da wurden bei uns auf jeden Fall für die Schweine oben in den Trichter gekochte Kartoffeln getan. Dann wurden die durchgehäckselt. Und dann haben sie Schweine bekommen. Vielleicht war es hier anders, haben es für eine andere Sache genommen. Aber bei uns waren das Kartoffeln für die Schweine. Pferde-Ochsengeschirr. Hier ist jetzt ein Haus, was etwas reicheren Leuten gehört hat. Das sieht man gleich an der Bemalung. Es hat auch mehr Räume. Und es gab ja früher keine Tapeten. Das wurde direkt auf die Wand gemalt. Und da sieht man dann hier mal so immer die Muster, die unten drunter noch waren. Unter der Bemalung. Die wollten ja immer aber auch was Neues haben.
Und hier ist jetzt die Armensiedlung. Das sieht man dann auch ganz genau an den Häusern innen, wie schon außen. Hier riecht es noch so gut, ne? Was bist du denn für eine Hübsche? Was bist du denn für eine Hübsche? Jo. Hat sie verschluckt. Ich gehe jetzt ins Haus. Hier sind ein Stück Bogenkörbchen. So, und das war jetzt eine Küche von Armen vom Schuster. Die Werkstatt am Schuster. Ein Schlafraum. Und wie gesagt, da hat man zu zweit oder zu dritt in den Betten gelegen. In dem Haus hat ARD ZDF schon Märchen verfilmt und hier hat bei Rotkäppchen die Großmutter gewohnt. Natürlich in ein bisschen umgebaut, aber hier sind auch schon Filme, Märchen gedreht worden. Das Gebäude ist Brauerei und für das Märchen wurde umgebaut, weil die Großmutter in dem Märchen eine Erfinderin war. Und wenn wir hier sind, machen wir dann immer bei den tollen Tischen und Bänken so ein kleines Picknick. Und auch diesmal mit unseren französischen Gästen.
Und in diesem Haus wurde auch Märchenfilme verfilmt. Wurden auch. Also ich finde es nur wunderschön und beeindruckend. Und hier sind wir jetzt in der alten Schule und da wird aber auch noch eine Werkstatt, eine Druckerei aufgestellt. Und der Lehrer hat ja früher auch in der Schule gewohnt. Und das war jetzt direkt in dem Schulraum die Küche, wo wir erstmal eine Druckerei, da das Wohnzimmer und dann oben die Schlafräume. Und hier geht es in den Klassenraum. Oh, das ist jetzt fies. Aber jetzt komme ich auch gar nicht mehr zurecht. Ey, das ist 40. Wenn das falsch. Warum? Zahl. Achso. Ich schätze und du zählst. Ich schätze. 46. Auch mal. Wollte ich auch sagen. 4, 8. Thank you.
Und hier ist der Workshop für die Kindermalstation, wo die Kinder immer viel Spaß haben. Also wir sind wirklich mehrmals im Jahr hier, schon seit unsere Kinder ganz klein waren. Und es ist immer wieder schön. Und vor ein paar Jahren war hier immer ein ganz toller Weihnachtsmarkt. Und da gab es hier Stickereien, Webereien. Das war ein Traum und leider findet er gar nicht mehr statt. Da waren wir jedes Jahr. Und das war der schönste Weihnachtsmarkt, den wir hier erleben durften. Thank you.
Nein.